Guten Morgen. Ich muss zugestehen, ich bin heute Morgen, habe ich ein paar Knochen mehr, die ich gestern noch nicht gespürt habe. Wir hatten gestern nämlich ein Pokalfinale. Wir waren im Halbfinale und schließlich Finale. Und wir haben den dritten Platz gemacht. Ich spiele gerne Tischtennis und wir waren zusammen. Genau, wollte ich sagen. Aber das Problem war, wir waren auch nur drei Mannschaften. Aber im Auto zurück dachten wir so, hey, das ist kein Grund hier jetzt den Kopf in den Sand zu stecken. Wir haben doch den dritten, wir haben doch Bronze. Aber nun gut, nur bei nur drei Mannschaften ist das auch nicht so schwer gewesen. Ihr Lieben, da sind wir eigentlich auch schon direkt im Thema. Ich habe heute eine längere Passage Altes Testament mitgebracht, was ich mit uns lesen möchte. Und da geht es ein Stück weit auch um Aufplusterei und Understatement. Und das möchte ich mal mit euch anschauen. Ich habe das Kapitel mit dem Titel Lifehacks aus Dothan überschrieben. Lifehacks, für diejenigen, die das noch nie gehört haben, das ist ein Wort, das wird es in naher Zukunft häufiger mal geben. Lifehacks sind Tricks aus dem Alltag, mit denen man mit gewöhnlichen Haushaltsmitteln was Tolles machen kann. Zum Beispiel mit einer Büroklammer kannst du machen, dass eine Teekanne nicht mehr tropft. Kannst mal im Internet schauen, wie das geht. Und das sind so Lifehacks. Und sowas finden wir auch in der Bibel. Und es ist ja schön, wenn wir etwas haben im Wort Gottes, was uns im Alltag weiterhilft. Nicht nur, dass es über uns hinwegfliegt, sondern morgen ist Montag. Da müssen die Kinder wieder in die Schule. Da fängt das normale Leben wieder an. Und schön, wenn du etwas mittransportiert bekommst aus der Bibel, was dir morgen bis Samstag hilft. Und ich möchte direkt mit euch mal reingehen. Wir schlagen auf das zweite Königbuch auf im Kapitel 6. Und bevor ich da mal reingehe, eine kleine Vorgeschichte über den Propheten Elisa, um den es geht. Elisa ist der Nachfolger Elias. Das war auch ein Prophet in Israel. Vorgänger Elia, dann kommt Elisa, ein Buchstabe mehr, lässt sich gut merken. Und während Elia so eher ein Einzelkämpfer ist, der gegen Baalskulte angeht und gegen die Ungerechtigkeiten vor Gottes Augen, der lässt sich so richtig einsetzen von Gott wie ein Sonderspezialkommando, aber immer alleine. Zum Beispiel die Geschichten von Isabel und dem König Ahab, die Ungerechtigkeiten, die im Staat geschehen, da wird Elia auf den Plan gerufen und er sagt, was Gott davon hält. Und Elisa funktioniert ein bisschen anders. Der hat eine andere Dienstauffassung. Er ist auch Prophet, aber er hat mehr Jüngerschaft und Förderung im Sinn. Beide wirken sehr stark in der Kraft Gottes. Und die Kapitel im zweiten Königebuch, die lassen sich super weglesen bei der Schlagrate an Erlebnissen, die die Bibel schildert. Und heute geht es um Elisa, der mehreren Prophetenschulen vorsteht. Und wenn er in Erscheinung tritt, meistens mit einem Prophetenschüler oder einem Diener oder einer Gefolgschaft, die von diesem Mann lernen will. Er wird offensichtlich gesetzt auch um Wirken und Glauben und seiner Gabe, dass er sie weitergeben soll. Und nun reihen wir uns mal in das israelische Nordreich ein, ganz plastisch, um von Elisa zu lernen. Und ich fange mal an vorzulesen. Und der König von Aram führte Krieg mit Israel und beriet sich mit seinen Obersten und sprach, da und da wollen wir uns lagern. Aber der Mann Gottes, also Elisa, sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich, dass du nicht an diesem Ort vorüberziehst, denn die Aramäer lauern dort. So sandte denn der König von Israel hin an den Ort, dem ihm der Mann Gottes gesagt und von dem er ihn gewarnt hatte, und war dort auf der Hut und tat das nicht nur einmal oder zweimal. Offensichtlich hat Gott Elisa mitgeteilt, was der Feind des Königs vorhat. Also so ein Spitzel, der irgendwie nicht da ist und trotzdem den totalen Durchblick hat, was passieren wird. Und er warnt den König. Und der König Israel wurde jetzt Nutznießer dieser Gabe und prüfte Elisa und seine Voraussagen mehrfach. Und so konnte er die Strategie des Feindes durchschauen. Und Elisa erwies sich immer als eine sehr verlässliche Quelle für Gottes Gedanken, für Gottes Wunderrat, für das Volk Israel. Und dann lesen wir weiter in Vers 11. Da wurde das Herz des Königs von Aram voller Unmut darüber. Und er rief seine Obersten und sprach zu ihnen,
Wollt ihr mir denn nicht sagen, wer es mit den Unsern, mit dem König von Israel hält? Da sprach einer seiner Obersten, nicht doch mein Herr und König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, sagt alles dem König von Israel, auch was du in der Kammer redest, wo dein Lager ist. Das ist ja schon echt delikat. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Dieser König, der wittert jetzt ein Spitzel, eine Intrige, ein Spion auf höchster Ebene. Friendly fire. Irgendjemand in diesen Reihen, der hält zu Israel. Das kann doch nicht wahr sein. Er ist außer sich. Aber die Offiziere der Armee, die beteuern ihre Treue und sagen, nicht doch, wir sind komplett bei dir, aber da gibt es einen Mann in Israel, der ist außergewöhnlich begabt. Der hält es mit Gott und der warnt den König von Israel. Und mein Herr Gebieter, er weiß sogar, was du in deinem Schlafzimmer flüsterst. Das ist peinlich. Kann denn das die Möglichkeit sein? Vers 13. Er sprach, so geht nun hin, seht, wo er ist, dass ich hinsende und ihn holen lasse. Und sie sagten es ihm an und sprachen, siehe, er ist in Dothan. Da sandte er hin Rosse und Wagen und ein großes Heer. Und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus. Und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm, o weh, mein Herr, was sollen wir nur nun tun? Der König von Aram, also der Aggressor, der Feind Israels, der wechselt jetzt seine Strategie. Er möchte gerne nicht mehr dem König nachstellen oder Samaria, die Hauptstadt des Nordreichs Israel, überfallen, sondern es geht direkt auf den Mann Gottes, der so heftig begabt ist. Dieser Mann wird uns gefährlich. Ihn, den Mann mit der speziellen Gottesbeziehung, ihn müssen wir finden. Im Dorf Dothan. Und Dothan war keine große Stadt. Dothan war eher eine landwirtschaftliche Siedlung, hügeliges und sehr ergiebiges Land bis heute, bis in die heutige Zeit hinein. Und es ist jene Ortschaft, in dem auch die Söhne Jakobs ihren Bruder Josef verkauften an die Ägypter. Viele von euch kennen die Geschichte. Das ist dieselbe Siedlung, dasselbe Dorf. Und nun stellt euch mal vor, wie der König von Aram sein großes Heer mit Wagen und Rossen des Nachts aufbaut um diese Siedlung. Es ist ein hügeliges Bergeland und strategisch baust du eine Armee natürlich da auf, wo sie Überblick hat. Du baust sie auf die Hügel auf. Das muss ein wahnwitziges Bild gewesen sein, um diesen Hof von Elia, nun dieses große Feindesheer, in dem Elia gerade noch gefrühstückt hat. Nun steht er auf seiner Veranda mit einem Becher Kaffee oder was auch immer man damals getrunken hat und er sieht diese Bescherung, was da sich aufgebaut hat. Und da kommt jetzt auch der Diener, sein Begleiter, kommt jetzt raus und traut seinen Augen nicht und er haspelt verängstigt, Elia, was sollen wir jetzt bloß tun? Und wie reagiert jetzt Elisa, auf den alle Augen gerichtet sind und hoffentlich auch unsere? In Vers 16, da lesen wir, er sprach, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Das ist ein Wort des Glaubens oder des Schauens. Das weiß man nicht genau, wie diese Geschichte weitergeht. Wisst ihr, es ist aber eine Sache, jemandem einen guten Rat zu geben oder einen Bibelvers zu stecken, dem es abgeschlossen in sich nicht gut geht, wo es dich eigentlich nichts angeht. Da kann man schnell mal eine starke Schulter bieten. Aber es ist eine andere, wenn du selbst in der Bedrängnis steckst, wenn du selber angezählt bist, wenn sich ein Heer wider dich lagert und sogar die Leute, mit denen du unterwegs bist, sind zutiefst verängstigt, panisch und ratlos und fragen dich, was sollen wir bloß tun? Merkt ihr diese beiden verschiedenen Qualitäten von Angang? Und in Vers 17 lesen wir, und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Was für ein Einblick in die unsichtbare Welt. Das ist spektakulär.
Eine erste Sache, die wir lernen können von Elisa ist, hab keine Angst, hab keine Panik, nicht wegen sowas hier. Keine Angst. Elisa weiß um den Schutz Gottes. Er hat einen Blick für die uns unsichtbare Welt und er bittet Gott jetzt, dass sein Diener auch diesen Blick bekommt. Und da sind wir wieder. Elisa gibt seine Gabe, gibt seinen Glauben weiter. Förderung. Und er möchte, dass sein Begleiter das auch hat. Tolles, eine tolle Struktur irgendwie, die sich da auch aufbaut. Und Gott erhört dieses Gebet und öffnet diesem Diener wahrscheinlich erstmals die Augen. Und er sieht etwas, was ihn wahrscheinlich erstmal umgehauen hat, aber auch zutiefst getröstet hat. Die Motivation, weiterzuschauen, mit Gottes Perspektive zu sehen, nicht nur mit meiner Perspektive. Und nun sieht er dort feurige Rosse und Wagen. Mehr als die, von dem sie entstellt waren, so lesen wir in der Bibel. Gottes Kraft ist da. Sie ist vollmächtig und sie ist einsatzbereit. Ich sagte das an einer anderen Stelle schon mal und das wird wahrscheinlich auch häufiger kommen. Wie selten haben wir einen Blick auf Gottes Möglichkeiten. Gottes Möglichkeiten, die kehren wir meistens dann hervor, wenn wir eine Not überstanden haben, wenn Gott eingegriffen hat und wir können wieder einigermaßen gerade laufen und darüber berichten. Dann schwadronieren wir ja, das sind Gottes Möglichkeiten, ist doch klar. Dritter Platz von drei Mannschaften, Bronzemedaille. Aber das ist es geht doch mehr, es muss doch mehr gehen. Davon zu wissen in Zeit von Bedrängnis, zu vermuten, die Hilfestellung meines Gottes ist größer als das, was mich hier jetzt gerade so angeht. Den Glauben und die Hoffnung zu behalten, dass Gott viel mehr Möglichkeiten bereithält, als ich sie nur erahnen könnte. Was ist heute dein aramäisches Heer, heute Morgen? Bedrückt dich was? Gibt es da etwas, was dich besorgt, wo du dich umlagert fühlst? Kennst du das manchmal? Du stehst morgens auf und bist platt. Physisch gesehen Unsinn. Du müsstest ja eigentlich, vielleicht ist es auch eine Sache des Alters, ich weiß es nicht. Aber du stehst morgens auf und irgendwas stimmt nicht. Irgendwo drückt der Schuh. Du hast dich eigentlich erholt, aber deine Seele ist nicht so wirklich zur Ruhe gekommen. Dass irgendwas, das hält dich fest. Freude, die fehlt. Und das ist genauso wie bei diesem jungen Mann. Greift nach ihm. Und nun fragt dieser junge Mann, Elisa, was sollen wir bloß tun? Das war ja ein frommer Mann. Und trotzdem ratlos. Sachen gibt's. Kennen wir vielleicht auch. König David hat in Psalm 27 geschrieben, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde müssen sie selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Aber eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang. Hört ihr, was hier durchklingt? Gemeinschaft mit Gott, eine innige Beziehung zu Gott, ihm, dem König, in der Tiefe begegnen. Nicht nur Hilfe, danke, und dann von den Möglichkeiten Gottes berichten, sondern sowohl in den Höhen als auch in den Tiefen ihn fragen, nach seinem Rat fragen, in der Tiefe deiner Not oder auch in der Tiefe deiner Dankbarkeit. Die Adresse bleibt die gleiche. Vers 18, wir kommen wieder zu Elisa. Und als die Aramäer zu ihm herabkamen, also ins Tal, daran können wir auch lesen, dass sie auf einem Hügel waren, betete Elisa und sprach, Herr, schlage dieses Volk mit Blindheit. Und er schlug sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Und Elisa sprach zu ihnen, dies ist nicht der Weg und nicht die Stadt, folgt mir nach.
ich will euch führen zu dem Mann, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria, welches übrigens die Hauptstadt Israels des Nordreichs ist. Fun Fact, übrigens mit Königshof, Militärhauptquartier und allem Pipapo. Hauptstadt und Regierungssitz halt. Das ist mal eine krasse Geschichte. Dass ein gegnerisches Heer, das wird mit Blindheit geschlagen und wird genau vor die Armeekaserne Israels blind serviert. Und als sie in Samaria ankam, jetzt sind sie in der Hauptstadt, sprach Elisa: Herr, öffne diesen die Augen, dass sie sehen. Und der Herr öffnete ihnen die Augen und sie sahen. Und siehe, sie waren mitten in Samaria. Und als der König von Israel sie sah, sprach er zu Elisa: Mein Vater, sollen wir sie erschlagen? Er sprach: Du sollst sie nicht erschlagen. Erschlägst du denn die, die du mit Schwert und Bogen gefangen hast? Das liest sich wunderschön. Das ist so ein Vorgänger der Genfer Konvention. So eine Kampfethik, die gibt es ja im Alten Testament eher selten. Deswegen habe ich mich sehr darüber gefreut, auch mal solche Zeilen zu lesen. Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken, und lass sie zu ihrem Herrn ziehen. Da wurde ein großes Mahl bereitet. Oh, es wird ja immer krasser. Und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen, dass sie zu ihrem Herrn zogen. Seitdem kamen streifende Rotten der Aramäer nicht mehr ins Land Israel. Was für ein feines und schönes Ende, habe ich mir gedacht. Ist das toll, was Güte und Milde doch bewirken können. Es ist eine absolute Überlegenheit, gar keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass es hier mit Dekadenz und Überheblichkeit zu tun hatte, als vielmehr mit Besonnenheit. Und das ist ein zweites, was ich hier aus diesem Text rauslösen möchte, was wir lernen. Besonnenheit. Sich beraten lassen, sich unterbrechen lassen und milde sein. Das ist eine Geistesfrucht. Die Feinde werden erblindet auf einem Silbertablett serviert. Und das direkt vor der Armeekaserne Israels. Und da liegt doch die Frage des Königs nicht fern, wenn man mal so den Kontext von Israels Geschichte zu der Zeit liest. Wunderbar, Gott hat uns beschenkt mit einer blinden Feindesarmee. Sollen wir sie erschlagen? Liegt irgendwie nah. Aber Gott sei Dank lässt er sich vom Propheten Elisa unterbrechen, der sagt: Nein, nicht töten, retten, was zu essen geben, nach Hause schicken. Wunderschön. Besonnenheit. Es war klug und weise, den Eindringling Essen und Trinken zu geben. Die Frage nach der schnellen Entledigung dieser Feinde liest sich verständlich, aber gut, dass er nicht zur Anwendung kommt. Ich liebe Geschichten im Alten Testament, die darauf hindeuten, was kommen wird. Gnade und Erbarmen. Ein Blick zum Kreuz. Ist doch spannend, während heutzutage in der Wirtschaft und im Corporate-Bereich jedes Logo, jedes Wappen, jedes Vereinsemblem strotzt vor Kraft. Bären, Tiger, Löwen, Schlangen, was vergessen, alles, was Raubtier ist. Man möchte Einfluss zeigen, man möchte zeigen, wir können was. Wir haben reißerische Fähigkeiten, wir sind bis in die Fellspitzen motiviert. Mit Ehrgeiz. Nimm uns ja für voll. Wir sind mächtig und entschlossen. Und welches Bild nimmt das Evangelium Jesu Christi? Ein Lamm. Löwe von Juda kommt zweimal vor, ja. Das Lamm kommt sehr, sehr häufig vor. Ein Lamm. Ich werde nicht mehr. Von Pitt hören wir ja die Wochen eine Predigt über die Offenbarung. Da kommen Tiere vor. Monsterhafte Drachen werden vorkommen, eins bedrohlicher als das andere. Die haben reißerische Fähigkeiten und sie plustern sich auf. Und Gott gibt ihnen tatsächlich auch einen gewissen Raum, um die Welt zu erschrecken, die Zeit zu erschrecken, ja. Aber wisst ihr was? Alles wird sich auflösen. Und jetzt, sorry, es wird ein Spoiler. Es wird eine Zeile geben, die wird einen Riesenunterschied machen. Und siehe dort, das Lamm. Und der Spuk ist zu Ende. Und das werden wir alle mitbekommen, Gerettete und Nicht-Gerettete. Diesen Moment wird die Weltgeschichte erleben, wo es heißt: Und siehe dort, das Lamm. Du bist dabei.
Du bist dabei. Das werden wir alle mitkriegen. Und des Weiteren steht in der Bibel, es wird sich dann jedes Knie beugen und bekennen, dass er der Herr ist. Jedes. Es wird kein Knie geben, das sich dessen entziehen kann. Und wir werden bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Jesus muss sich nicht aufplustern. Jesus ist Sieger. Ende der Durchsage. Schau nicht auf das, was du siehst. Schau vielmehr auf das, was er dir zeigt. Jesus ist lebendig. Er freut sich bester Gesundheit. Er ist der Sieger. Das Lamm. Und nun ein dritter und wohl auch offensichtlichster Punkt aus diesem Text. Suchen nach Gottes Rat. Nach seiner Sicht der Dinge. Aber wie geht das? Wie macht man das? Die Bibel fordert uns ja nicht auf nach dem Motto, wer ein Auge hat zu sehen, der sehe. Auf den Punkt gebracht sind es sogar die Augen, die zum Abfall führen, sagt die Bibel immer wieder. Aber es ist interessanterweise das Ohr, wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Das ist das wichtigste Sinnesorgan im Geist. Das Hören, das Ohr. Glaubt man gar nicht, ne? Man möchte ja immer sehen. Man denkt sich, Gott, im Alten Testament, da kriegen die Leute so viel zu sehen. Wir sind nicht so gut dran heute. Wir müssen immer, bei uns heißt es immer, ihr dürft nicht schauen, sondern ihr müsst glauben. Das ist irgendwie komisch, oder? Aber interessanterweise, wenn ich Israel so anschaue im Alten Testament, des Nachts eine Feuersäule, am Tag eine Wolkensäule, offenbar Wunderwirken Gottes. Und trotzdem hatten diese Leute ihre Issues. Trotzdem konnten die Klasse nicht überspringen. Trotzdem hatten sie essentielle Zweifel, wollten sogar zurück nach Ägypten im Angesicht einer Feuersäule, die vorgeht. Wie geht das? Was muss der Mensch eigentlich noch von Gott mitbekommen, dass er endlich, und wisst ihr was, das Evangelium schließt es uns auf, hören, was Gott sagt heute. Das ist das wichtigste Sinnesorgan. Die Augen des Dieners, die geöffnet wurden in dieser spektakulären Geschichte, sind unsere Ohren. Seid ihr bei mir? Ich las die Geschichte das erste Mal als Kind und wurde natürlich bei dieser Geschichte bewegt und betroffen, aber mal wieder neidisch. Ich dachte, warum können die so etwas Tolles erleben und ich nicht? Aber je länger, je mehr, des Dieners Blick ist unser Ohr. Hören, was Gott sagt, seine Möglichkeiten. Und er haucht sie dir auch heute ein. Er redet heute. Wer ein Ohr hat zu hören, der höre jetzt. Herr, öffne uns die Ohren. Wir leben nicht im Glauben. Wir leben nicht im Schauen, sondern im Glauben. Für uns als Gemeinde mal abschließend eine kleine Hilfestellung. Darf ich mal fragen, wer hat Gottes Stimme schon einmal akustisch gehört? Gibt es da jemanden? 1, 2, 3, 4, 5. Ich würde sagen, das ist ungefähr der Durchschnitt. Ich denke mal, wir sind so 50, 60 Leute im ersten Gottesdienst. Das gibt es. Das ist ein Wunderwirken Gottes, dass man seine Stimme akustisch hört. Wer von euch hat Gottes Stimme denn schon mal gehört in Form von Gedanken? Also es sind viele, viele mehr. Und zum Schluss, wer von euch hat Gottes Stimme schon einmal gehört, in welcher Form auch immer, während er Bibel gelesen hat? Nun sind das fast alle Hände. Ich danke euch. Das soll eine kleine Hilfe sein und ein kleiner Ankerpunkt für diejenigen, die sich während der Predigt die ganze Zeit fragen, wie soll das gehen, dass Gott zu mir spricht heute? Ist das nicht ein abgeschlossenes System? Ist Gott nicht wo ganz anders unterwegs? Und ich bin hier ein fremder Erdenbürger, der nicht würdig ist, was von Gott zu hören. Nein, Gott möchte, dass wir ihn hören. Gott möchte eine Ewigkeit mit uns verbringen. Und wenn du dich fragst, wie kann man Gott hören, dann hast du dir vielleicht gemerkt, wer sich gemeldet hat. Und das bieten wir als Gemeinde einfach an. Frag ihn. Frag ihn, wie das funktioniert hat. Das ist ja auch eine Gabe, die wir empfangen haben. Und damit wollen wir weiter dienen. Wie du siehst, es ist auffällig, dass Gott durch Bibellesen redet. Und das tut er gern durch sein Wort, die Bibel.
Alltägliches geht er da mit uns durch, ganz praktisch. Die wöchentlichen Sachen wie Arbeitsleben, Familienleben, Freunde, Vereine. Gott ist interessiert und mittendrin. Suche seine Stimme. Ich fand es toll, den zweiten Vers, Kai, den du ausgesucht hast. Wer Gott von ganzem Herzen sucht, von dem wird er sich finden lassen. Das ist nicht Gott versuchen, sondern das ist eine klare Wenn-Dann-Ansage. Wenn du mich suchst, du, dann werde ich mich finden lassen, spricht Gott der Herr. Mach das doch, mach das doch. Das ist ein klares Wenn-Dann-Spiel, eine Kondition, die er dir anbietet. Fängst du damit heute an, bitte? Komm, ich möchte mit uns beten. Jesus, ich möchte dir danken für deinen nahbaren Charakter, dass du so wohlwollend mit uns dieses Leben im Alltag durchbuchstabieren möchtest. Danke, dass du Anteil nimmst, dass du auch Anteil nimmst an kleinen und großen Nöten, die wir haben. Und Gott, es lässt sich wirklich so toll lesen, was wir da im Alten Testament immer wieder an solchen krassen Storys hören. Und das lässt sich dann doch eher sperrig in unseren Alltag bringen. Ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, dass du uns hilfst, zu sehen, dass das Ohr das neue Auge ist bei dir. Jesus, wir wollen dich hören. Sprich du zu uns und schenk das Vermögen, dass unser Ohr weit aufgeht. Danke, Jesus, dass wir dich haben.